Herzlich willkommen, Leute, zu meinem zweiten Part von Kontrast. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde es kurz machen. Ich mache den zweiten Part jetzt. Ohne viel drumherum Gelaber hin und her. Beim ersten Part habe ich zu lang gelabert. Das wird jetzt diesmal nicht passieren, denn man will viel vom Spiel mitkriegen. Ich starte das Spiel sofort jetzt. Ho. Ja. Ja, genau. Oh, Gottes Willen. Jetzt geht's weiter. Stimmt, ich bin in so. Wo bin ich stehen geblieben? Ich bin in diesem Kino stehen geblieben. Und kam nicht weiter. Ja. Ich hoffe, der startet jetzt auch vor. Okay, der startet von der. Die üblichen Verdächtigen. Habe ich alles eingesammelt? Ich hatte alles eingesammelt. Genau. Bring die Filmrolle zurück ins Kino. Genau, da bin ich jetzt. So, dann wollen wir mal hier sofort mal weiterzocken hier. Thank goodness! Now we have to get the movie to him. I think he's going to the cinema to meet his. Ja, ja. Stimmt, ich habe nicht, dass man sich wundert, warum ich jetzt so wenig geredet habe hin und her. Ich habe jetzt nach dem ersten Part sofort auch direkt den zweiten Part aufgenommen. Somit denke ich mal nicht. Ja, ja. Ja, komm. Ich weiß schon, was man da machen muss. Ja. Das kann ich überspringen. Das kennt man ja schon aus dem ersten Part. So. So. Das kennt man auch schon. So. Ja, ich beeile mich ein bisschen halt, damit ich genau wieder da ansetze. Oha. Ich bin fast runtergefallen. Wie beim ersten Mal. Zack. So. Jetzt springen. Holla, hö. Rüber. So. Duck. Thank goodness. It was such a big jump. Thank goodness. Und thank goodness. Oha, was war das denn? So. Genau, da war dieses Rätsel. Und zwar, erstmal mache ich das. So, zack. Und schon habe ich meine nächste Lichtkugel. Okay, das ist doch schön. So, dann wollen wir mal gucken, dass ich das jetzt diesmal schaffe irgendwie. Hier war nichts, glaube ich. Ne, hier war nichts. Oh, it's locked. Ja. Oh wait, didn't I just? I told you I was gonna fix it. Wie soll ich sagen? Sehr abstrus aus, die Frau. So, weiter. Okay. Maybe you could find another way in. Ja, das Thema hatte ich ja schon letztes Mal. Wenn das eine Wahnvorstellung ist, dann könnte ich theoretisch so reingehen, aber na gut. Genau, da war. Ich glaube, da kann ich jetzt auch so direkt. Zack. Zack. So. Genau, wo war es? Wo war ich stehen geblieben? Hier war ich stehen geblieben, genau. Das war mein letzter Part auch. Aber mal gucken. Wollen wir mal gucken. Alter. Das sieht so gruselig aus, wenn ich hier irgendwo. So unnatürlich. Hä? Oh! Ach, wie doof. Ich muss mich nur in einen Schatten verwandeln. Okay.
Finde den Weg ins Theater. Ich hab's geschafft. Didi, what are you doing here? You're not supposed to be out this late. Where's your mom? Did mommy really kick you out? Were you spying on us at the cabaret? Are you coming home? Well, that's my plan. I've got to convince your mother. She here? No, I snuck out. Oh boy, you're growing up fast. You used to be scared of the dark. But did she really kick you out? Well, yeah, kinda. At the time, I wasn't being very good to her, so I guess I had it coming. I missed you so much. I missed you too, honey. But I'm gonna come back home. I'm putting together a circus, see? It's gonna pay for everything. And you know who it's gonna star? The amazing Vincenzo. How much snooping around have you been doing? Yeah, it's gonna star the amazing Vincenzo. He's good, huh? Look, you're really not supposed to be out this late. I'm gonna take you home. I brought you the milk. Shh, shh, but... Shh, I got a couple of investors coming here, and they don't like kids much. I need you to run home by yourself, okay? But I brought you... Didi, you have to get out of here. I won't tell Mom you snuck out. Okay, go. Hey, Carmine, Silvio. He doesn't have the money to show them. His name is Salvio, so why are we here? Salvio, yeah, what did I say? I got great news. Vincenzo is in. We have to show them the movie. You got him? You're sure? Sure, I'm sure. He's gonna play opening night. Really bring in the crowds. So that's why you brought us here, huh? You're gonna show us his act? Yeah, yeah, except the projector's broken. Because if you don't got him, your circus is gonna flop and you're not gonna be able to pay us back. And then I'm gonna have to break your arms and then we see how well you swim. Look, I'm gonna need just a little more money to finalize things with Vincenzo. Are you kidding me? What'd you spend our money on that suit? Listen, it's all gonna come back to you. Show them the movie! Show them the movie! Ja. Okay, dann gehe ich hier rein. Oh, you broke my finger. Okay. Hey, knock it off, Sal. Check this out. Geez, he is amazing. I told you I got him. Okay, let's go get your money. Thanks a bunch. Look, why don't I swing by tomorrow, pick it up? Relax. Let's go have a drink, huh? I know a guy who'll fix that finger right up. I can't. I gotta go meet someone. Boy, you're in a hurry, huh? She must be a real ripe tomato. You wanna go meet Johnny's tomato, Sal? I like a ripe tomato. That tomato's my wife. Always wanted to meet the wife. Huh? We'll play canasta. Just the four of us, huh? Okay, but... He's not asking, Johnny. He's telling. You're gonna hurt my mom. Okay. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Was ist das denn für ein Film? Ah. Okay. Ja, ich ahne Böses. Die Probleme von drei kleinen Menschen. Akt 1. Geh zum Excelsior Hotel. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das wird noch ein Spaß. Wie komme ich da hin? Ach so, ja. Wie doof. Ja. Ach, das war der Anfang hier. Tatsache, das war der Anfang.
das war der Anfang. Okay. She was getting pretty loud in there. See? You meet a guy's wife, now he's got a whole new reason to make good. How come you know so much? Cause my ma used to smack me every time I didn't know. I should try that with my kids. I can't get in! The door's locked! I need your help! Okay. Jetzt kriege ich ein größeres Rätsel. Begib dich zu den Syrten im fünften Stock. Was? Kamin Schuldnerliste. Johnny Fenris, 20 Riesen. Oha. Ja, ich habe auch versprochen, ich werde es auch nicht für alles vorlesen. Das bringt ja nichts. Ich lese nur das untere Ding vor. Vielleicht überfliege ich das ganz, ganz schnell. Weil sonst macht es ja keinen Sinn. Kann ich. Nee, kann ich nicht. Schade, ich dachte eben gerade. Aha. Habe ich zufällig irgendwas, was ich nehmen kann? Nein? Nein? Okay. Also muss ich wohl oder übel den da reinschieben. So, rein mit dir. Okay, dann gehe ich hier weiter hoch. Da nicht eine Leuchtkugel gesehen? Tatsache. Ich kann mich auch, wenn ich den ramme, wenn ich die Wand ramme, mich automatisch in einen Schatten verwandeln. Also er verwandelt sich irgendwie automatisch. So, ich muss jetzt hier hoch. Aha. Aber vorher erkunde ich mal erstmal alle anderen Sachen. Okay. Ich weiß, ich mag diesen nostalgischen. Wie bei Bioshock. Bioshock war auch cool, fand ich. Ey. In dem Punkt. Da mochte ich zum Beispiel auch diese Atmosphäre, genauso wie bei Fallout und Co. Das war echt schon was Schönes. Wo ist das kleine Mädchen überhaupt hin? Komm ich irgendwo hier rein? Ja. Ha, sag ich doch. Zack, 9 von 10 Kugeln eingesammelt. Begib dich zu den 5. Stock. Ja, okay, mache ich. Hat mir das jetzt was gebracht? Ja, dann drücke ich mal die Taste. So.
gucke meinen an. Jetzt bin ich sogar noch höher gekommen, obwohl ich eigentlich... Nee. Oder kam ich von da unten? Von unten kam ich doch. Okay, in diesem Stock gibt es hier anscheinend nichts mehr. Nein. Okay. So. Dann wollen wir mal. Hoch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Mann. Maybe you could sneak in through a window or something. And then you could let me in. Ach, diese Stimme, ey. Meine Stimme verschwindet. Ja. Ach, wie abstrus auch alles ist. Und sonst kann ich nirgends rein, ne? Nein. Okay. Why'd you have to come back, Johnny? I want to come home, Kat. And you got another pot of gold at the end of the rainbow? That's the past, Kat. I've changed. Oh yeah? You get religion? I got lonely. Ach du Scheiße. Okay. Okay, das wird jetzt ein Spaß. Why'd you have to come back, Johnny? I want to come home, Kat. And you got another pot of gold at the end of the rainbow? That's the past, Kat. I've changed. Oh yeah? You get... Oh man, das wird ein Spaß, ey. Ach so, Mist, ey. Das ist doch Mist. Why'd you have to come back, Johnny? I want to come home, Kat. And you got another pot of gold at the end of the rainbow? So. Hä? Wie bin ich denn da eben gerade hochgekommen? Why'd you have to come back, Johnny? Why come you back, Johnny? Na! Weil ich... Why'd you have to come back, Johnny? I wanna come home, Kat. And you got another pot of gold at the end of the rainbow? That's the past, Kat. I've changed. Oh yeah? You get religion? I got lonely. I miss you, baby. I'm never gonna give you another reason to kick me out, I swear. Never's a big word. Feels like I heard it before. This time you're gonna be nothing but proud of me. Look at this hotel suite. I got investors. The ones you just left? Yeah, I'm real proud. They're the ones who broke your finger. This? Ah, okay. Ich hab's verstanden. Ich musste mir das jetzt eben mal ganz kurz angucken, damit ich weiß, was die Wehr war, was macht. Why'd you have to come back, Johnny? I wanna come home, Kat. And you got another pot of gold at the end of the rainbow? That's the past, Kat. I've changed. Oh yeah? You get religion? I got lonely. I miss you, baby. I'm never gonna give you another reason to kick me out, I swear. Never's a big word. Nein! Oh. Okay, das ist schon ein bisschen knifflig alles. Ja, ich werde schon schaffen. Why'd you have to come back, Johnny? I wanna come home, Kat. And you got another pot of gold at the end of the rainbow? That's the past, Kat. I've changed. Oh yeah? You get religion? I got lonely. I miss you, baby. I'm never gonna give you another reason to kick me out, I swear. Never's a big word. Feels like I heard it before. This time you're gonna be nothing but proud of me. Look at this hotel suite. I got investors. The ones you just left? Yeah, I'm real proud. They... You don't believe a word you're saying. I know, because I can read your mind like a highway sign. No, Johnny. Not again. You're a carousel of broken dreams. You keep coming around and around. No one is ever gonna love you like I do, kiddo. Get back! Don't try and kiss me, Johnny. I'll lose my mind. You gonna shoot me? Ah, go ahead and shoot. I got two holes in me where you and Dee Dee used to be. Put another one in there. Finish me off. What do you want with Dee Dee? You're not even her real father. What, you think Vincenzo's real? All he ever gave Dee Dee was her cute little nose. Yeah, maybe I'm not her real father. Leute, sorry, aber ich habe die Hälfte nicht mitgekriegt. Aber... You don't believe a word you're saying. I know, because I can read your mind like a highway sign. No, Johnny. Not again.
You're a carousel of broken dreams. You keep coming around and around. No one is ever gonna love you like I do, kiddo. Get back! Don't try and kiss me, Johnny. I'll lose my mind. You gonna shoot me? Ah, go ahead and shoot. I got two holes in me where you and Dee Dee used to be. Put another one in there. Finish me off. What do you want with Dee Dee? You're not even her real father. What, you think Vincenzo's real? All he ever gave Dee Dee was her cute little nose. Yeah, maybe I'm not her real father, but I'm the one that showed her how to tie her shoes. I'm the one that put her to bed when you had to stay out late. You took her to see his show. Did he change his mind? He doesn't want to be her father. He doesn't want to be anybody. I hate you. Jesus, Cal, what are you doing? Oh, well, that hurts. No, 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 no. No, don't die, Johnny. Take care of Dee Dee, okay? Tell her that I love her. Please don't leave me. Tell her whatever she needs to hear. Sie hat ihn abgeknallt, okay? You don't believe a word you're saying. I know, because I can read your mind like a highway sign. No, Johnny. Okay. Not again. You're a carousel of broken dreams. You keep coming around and around. No one is ever gonna love you like I do, kiddo. Get back! Don't try and kiss me, Johnny. I'll lose my mind. You gonna shoot me? Ah, go ahead and shoot. I got two holes in me where you and Dee Dee used to be. Put another one in there. Finish me off. What do you want with Dee Dee? You're not even her real father. What, you think Vincenzo's real? All he ever gave Dee Dee was her cute little nose. Yeah, maybe I'm not her real father, but I'm the one that showed her how to tie her shoes. I'm the one that put her to bed when you had to stay out late. You took her to see his show. Did he change his mind? He doesn't want to be her father. He doesn't want to be anybody. I hate you. Jesus, Cal, what are you doing? Mommy, stop. What are you doing? Nothing. Mommy and Daddy were having a little fight. It's not a real gun. It's just a toy. Yeah. Yeah, it's just a toy, Dee Dee. Mommy, are you gonna let Daddy come home? Dee Dee. Please, please let Daddy come home. He's in pretty deep with some bad people, Dee Dee. Maybe he should make good with them first. Right, Johnny? Maybe I'm no good without my family. Maybe I need my family to make good. Johnny. Yeah! Daddy needs us! If this is another train wreck, it's not just gonna be you and the train this time. I'm not gonna let it wreck this time. I promise. I've missed you so much. Yay! Daddy's coming home! But he's not my real daddy, is he? Also hatten wir zwei alternative Enden quasi. Einmal, wo Dee Dee nicht rüberkommt und sie aufhält, wird er erschossen. Wenn sie ihre, wenn sie kommt, ja, dann lieben sie sich auf einmal. Sehr komisch alles. Wie schnell sich alles wenden kann. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Das kann mir niemand erzählen, dass... Was? It's you! Where have you been? Did you know the circus is in town? It's Daddy's circus. He says it's gonna be the biggest thing ever! Except he always says stuff like that, and then something goes wrong. And Vincenzo's my real daddy. We have to go talk to him. Huh. Bild von Johnny. Okay. Ja. They're so happy. There aren't any pictures of the bad times. These are in the basement. She only takes them out when Daddy's living with us. You know, in stories where the little girl is really a princess and her parents aren't really her parents? Does she still get to see them? Tja. Was habe ich da denn Schönes? Oh no!
It's an eviction notice. Daddy says he's gonna pay all the bills when the circus is a big hit. Come on, I want to go find Vincenzo. Die Rückkehr des verlorenen Kindes. Ich war wieder da. Und wir das angehalten von der ersten Pyramide, die mit der Schiene der Jahrzehnte, die Bolzräume und alle möglichen Serien dazu verlassen werden. Gemeinde entfernen, dann bin ich mit. Kleinen Laufen hoch, achtungsvoll, Achso, Räumungs, ja. Räumungsbeschluss. Sehr geehrte, ich schreibe wegen ihrem Brief. Sie ist nicht geistig gestört, sondern hat keine lebhafte Fantasie. Hey, Minimum, also der Freundin. Tadam, dafür, sie denkt einfach nur laut, leider sind wir da rausgegangen. Ist nicht meine Schuld, die hätte sich auch nicht abschleichen können. Kenne sich nicht an, okay. Mein ernstes Gespräch mit Jürgen geführt, hab mir versprochen. Ich ihre Flucht wird dicht gemacht. Bitte nehmen Sie mir meine Tochter nicht weg. Sie ist das Einzige, was mir. Ah, okay. Eine verzweifelte Mutter, die zwei Gefühle zeigt. Einmal das eine Gefühl mit, dass sie fertig mit der Welt ist. Und das eigentlich die Zeilen, die das Jugendamt nie lesen darf. Und einmal. I don't think they'll hold you. You'll have to go through shadows. Schattenmodus zum Durchbrechen von dünnen Wänden in den Schatten. So, das kann ich auch durch den dünnen Schatten. Okay. Und zum anderen, es ist so abstrus halt. Das ist ein Brief, der, glaube ich, nie veröffentlicht wird. Wo sie ihre Gedanken da einfach mal. Ah. Naja, gut. Das war jetzt nicht sonderlich schwer. So, okay. Ha, cool. Cool. Ach, das ist der Zirkus also. Ey, was ist das für eine Welt? Da hinten ist ein Schiff. Sehr komisch alles. Ein Zirkus. Ach, auch schön. Hey, Vincenzo. Ready for our big night? People are really excited. You're gonna have to give them their money back. What? We're sold out. You haven't paid me. I got the money. We're selling out. You'll have it before the show. Even if you do, I can't perform here. Your circus is a disaster. It's coming together. Your puppet show about the princess is missing the princess. You've lost your hot air balloon, and where did you get that pirate ship? It is a broken down piece of junk. Come on, Vincenzo. It's opening day. There's always a few wrinkles to iron out. Look, I'll get it all fixed. No problem. Consider it done. All right. But don't think that I will be some sort of shiny bauble that lures people into your scrapyard. He's so mean! I'll get it fixed, I promise. Well, I'm a dead man. I'm worried about Daddy. He always says it's okay, but those gangsters really hurt him. We have to fix the circus, so Daddy will be safe. Come on, it's this way. Oh. Okay. Irgendwie ahne ich trotzdem Böses. Kann ich hier hoch? Nee. Das ist ja süß. Ein ganz kleiner Zirkus. Was ist das für Luftballons, ey? Die sind aber steinhart.
So, da wollen wir mal gucken. Sie ist bestimmt geradeaus gegangen. Ich gehe aber noch nicht geradeaus, sondern ich gehe mal abseits. So, oh. Sie steht dort. Dann gehe ich dort. Ist ein bisschen offener hier. Hier gibt es so viel zu entdecken, ey. Einfach mal links, rechts, über mal reingucken. Beim ersten Mal schafft er es nicht. Beim zweiten Mal schafft er es. Nee, beim dritten Mal. Na. Ah. Oh, das ist doch. Na komm. Ein von 15 Leuchtkugeln eingesammelt. Okay. Was für eine abstruse Welt, ey. Naja, gut. Das wird sich, glaube ich, noch alles herausstellen, was überhaupt da ablief. Tortugas Revenge. Oh, look at that! This looks amazing! The gangway is stuck up there. How do we get on board? Oh. 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 Ich glaube, ich habe jetzt was übersprungen. Das wäre jetzt natürlich ärgerlich. Oh oh. Habe ich da jetzt was übersprungen? Oh gut. Hat er noch nicht gewertet. Gott sei Dank. Okay. Das wäre jetzt ärgerlich gewesen, weil ich bin extra direkt... Was? Ha, ihre Augen. Gruselig. Ach so. Okay, ich wollte gerade meinen. Hallo, hallo. Okay. Erstmal hole ich mir die Leuchtkugel. Nein. Oh. Ich brauche auf jeden Fall Leuchtkugeln. Ich gehe erstmal hier runter, mal gucken, was sie will. Look, there's the balloon. It got snagged, so they can't pull it down. But nobody can get up there to untangle it. I bet somebody didn't pay attention when he was tying it down. A carousel!
I think I can turn it on. Do you have any luminaries? I think we just need one or two more. Ach, die verschwinden auch. Okay. Gut, dann suche ich erstmal nach Leuchtkugeln. Hier geht's auch weiter. Ich werd verrückt. Geht's überall weiter. Aber okay, ich weiß ja, wo die anderen beiden Leuchtkugeln sind. Okay. Ach, durchbrechen. Ach. Ich hab's vergessen, ja. Man kann doch's durchbrechen, ja. Ich kann's ja durchbrechen. Okay, puh. Ja, das ist echt eine abstruse Welt hier. Aber eine coole Welt, finde ich. Ist echt geil. Goll, goll. Komm. Geht doch. So, jetzt hole ich mir die nächste Leuchtkugel. Die war hier unten irgendwo. Na, noch nicht ganz. Nein! Ach, toll. Ach, komm. Na gut. Jetzt habe ich genug. I think I can turn this on now. I think you're gonna need to get that beacon working. Okay. Okay. Dann springen wir mal hier rüber. Wow. Okay, now you can get up
untangle Daddy's balloon. Okay. Komme ich sonst irgendwie dahin? Ah. Das war jetzt ärgerlich. Sehr abstrus alles. Alles klar. Ja gut, ich beende das mal hier. Leute, wir sehen uns dann im dritten Part wieder. Wir sehen gerade auch auf der Zeit. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir werden mal sehen, wie weit wir im nächsten Part wieder kommen. Ich hoffe, das geht diesmal noch schneller. Nein, soll ja nicht jetzt zu schnell gehen, aber es soll trotzdem schon so ein bisschen schon vorangetrieben werden, nicht, dass ich wirklich zu lange Zeit stände für ein Part. Das bringt ja auch nichts. Gut, Leute, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wie auch immer, wann ihr das dann guckt. Haltet die Ohren steif, bis zum nächsten Mal. Ciao.